Es war einmal ein Bolle, der wollte einen Gyrokopter bauen. Und er sagte, sehr bald, in 2-3 Folgen, werden wir einen Gyrokopter gebaut haben. Doch dann kam der Zukunftsbolle und machte 1000 Millionen Sachen, aber baute keinen Gyrokopter. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge Stranded Deep ohne Gyrokopter. Dafür mit Floß. Und mit vielen neuen Sachen, die wir hier auf unserem Floß haben. Wir werden den Gyrokopter bauen. Für alle die, die es verpasst haben sollten oder neu dabei sind, herzlich willkommen. Wir wollen eigentlich einen Gyrokopter bauen. Wir haben auch schon eigentlich einen Gyrokopter. Das Einzige, was wir noch nicht haben, sind die Rotorblätter. Und dafür brauchen wir noch ein Elektrobauteil. Und dieses Elektrobauteil wollten wir auf dieser Insel hier finden. Das haben wir leider nicht geschafft. So, nach Norden einmal kurz zu unserer Lampe hier vorne, so, dass der Kompass beleuchtet ist. Ich würde sagen, das ist absolut die richtige Richtung. Also wird das da unsere Insel sein. So. Und während wir das machen, fahren wir zur Nord-Nord-Insel. Das hier war die Nordinsel. Das da ist die Nord-Nord-Insel. Das da ist die Nord-Nord-Insel. Kannst du da bitte auch mal hinfahren? Schiff. So, hier haben wir alles gelootet jetzt. Da liegt nur noch ein bisschen Gesacks rum am Wegesrand, den wir bei Bedarf mal aufsammeln können. Wir fahren jetzt hier bei Nacht noch rüber. Ist nicht weiter schlimm, weil es ist jetzt ungefähr 5 Uhr. Wird also bald hell. Dann geht gleich die Sonne auf. Wieso sehe ich jetzt die Insel nicht mehr, zu der ich hinfahren will? Da ist sie. Hat er irgendwie nach rechts driftet, ne? So, will aber nicht, dass er driftet. Nochmal kontrollieren, nicht, dass wir falsch fahren. Norden. Ja, das muss die Insel sein, die liegt... Wobei, wir fahren jetzt ziemlich schräg von der weg. Doch, das muss die sein. Norden. Ja, das passt, das passt. So, genau. Ja, und dort werden wir hoffentlich die Teile finden, die wir noch brauchen. Oder ist es die da? Nee. Ist es die da oder die da? Da werden wir hoffentlich die Teile finden, die wir noch brauchen. Und jetzt wird es Tag. Das ist schön. Dort können wir, wenn wir tiefe Schiffwracks haben, auch unser Anti-Hai-Mittel nehmen. Da können wir ganz in Ruhe mal tauchen und looten. Und hoffentlich hier 3 Kisten. Ich glaube, hier brauchen wir noch eine und da noch eine. 4, 5 Kisten brauchen wir insgesamt noch. Und dann bauen wir auch unser Floß hier immer weiter aus. Und ich bin auch sehr optimistisch. Das war dann bald... Was haben? Guck mal, da rechts die Insel, die hat irgendwie keinen Berg, ne? Das hätte ich gerne aus Fernglas. Die da hat so einen Berg. Oh, Laternen gehen aus. Der Bürgermeister hat entschieden, Strom zu sparen. Also werden die Laternen jetzt immer ein bisschen früher schon ausgemacht, wenn es noch nicht ganz hell ist. Ist auch cool da. Jetzt sieht man natürlich gerade nicht, aber die Insel ist genau vor der Sonne. Naja. So. Irgendwas blubbert hier. Da. Wir werden verfolgt. Von einem Hai. Oder irgendwas Hai-ähnlichem. Hai, ich sag ciao. So, wir fahren jetzt zu dieser Insel. Und ich hatte mir eigentlich für die letzten Folgen schon, weil ich mal wieder hier völlig am Durchdrehen bin und irgendwie 10 Folgen am Stück aufnehme. Weil sonst kommt man hier auch einfach zu nichts. Und ich, wie gesagt, auch wenn ich jetzt wirklich nur am Bäume fällen bin, das kann man schon mal rausschneiden. Das tut nicht... Oh, was ist das denn? Das sieht ja interessant aus da hinten. Ich guck mal so, dann sieht man es. Das ist die guck mal, jetzt am oberen Bildschirmrand. Da in der Ecke rechts. Wow, guck mal. Was für dicke Schiffwracks da sind. Waren wir schon bei der Insel? Die ist ja cool. Und das ist die, die wir uns ausgesucht haben als unsere Mainbase? Aber die da ist doch viel cooler. Gut, wir looten die und fahren dann zu der. Nein, wir gucken uns das erstmal an. Ist ja auch schön, wenn man eine schöne Nachbarinsel hat, ne? So, was ist da? Waren wir da schon bei der Insel? Waren wir da noch nicht? Das weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall von hier einfach nur Richtung Süden, Süden und dann kommen wir zu unserer. Dürfte kein Problem sein. Oh, die sieht echt cool aus da rechts, ne? Was sagt ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge schon fertig sein werden mit der Insel. Aber da, die hat doch auch eine Vorinsel, ne? Genau, hatten wir uns ja angeguckt bei dem Kartografer, dass wir eine Insel haben wollen, die möglichst groß ist und möglichst noch eine kleine Nebeninsel hat und... Wie ist das? Tralala, tralala, tralala. Tralalala. Ich hatte mir ein paar Sachen hier aufgeschrieben, die ich eigentlich erzählen wollte, aber irgendwie bin ich überhaupt nicht dazu gekommen. Ich hoffe, es war jetzt nicht langweilig. Jetzt sind wir im Prinzip auch gleich da. Also macht jetzt auch keinen Sinn. Weil da müssen wir uns konzentrieren. Da können nämlich wieder Feinde lauern. Oh, ich will da rechts hin. Sieht doch viel cooler aus. Naja. Wie gehen wir das jetzt hier an? Halten wir jetzt hier direkt mal und looten?
Also unseren Loot, unseren Heiltrank, den würde ich mir schon fast für das da hinten aufheben, weil hier ist ja nichts, ne? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp. So. Da sind wir wieder. Ah, wir sind voll, ne? Und da war ein Hai. Okay. Und da läuft doch auch wieder wer am Strand spazieren. Ich sehe es doch. Freunde, folgendermaßen. Wir müssen uns jetzt entscheiden, wie wir es tun. Jetzt treibe ich hier gleich... Ach, schade. Muss ja auch lenken. Wir fahren jetzt hier einmal rum. Genau so machen wir es. Zack, schnell. Und lenken, 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 lenken. Einmal eine steile Kurve nach links. Wir fahren jetzt hier einmal rum und gucken uns erstmal die Insel an. Bevor wir unsere Pfeile verschießen. Da sehe ich doch schon wieder so ein Eber. Da hinten ist eine Krabbe. Oh ja, hier wird wieder, muss wieder gekämpft werden. Um die Vorherrschaft auf dieser Insel. Die ist so ein bisschen langgezogener. Mhm. Schöner, langer Strand, aber auch sehr viele Steine. Und wir sitzen ja auch gleich auf den Steinen. Möchte ich gerne mal rumfahren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch nicht waren. So, fahren wir hier nochmal weiter. Was mir gefällt, ist, dass hier nicht so ein Riesenfels, sondern hier so ein kleiner, flacher Fels ist und ein etwas größerer. Könnte man bebauen, ne? Oh. Könnte man bebauen, den kleinen? Da könnte man seine Base vielleicht so drum bauen. Hm, aber irgendwie hier ein schöner, langer Strand. Das ist die Sonnenuntergangsseite, ne? Die Sonne geht da hinten unter. Hätten wir einen Sonnenuntergang? Hm. Ich lasse das jetzt einfach mal auf uns wirken, während wir jetzt hier mal so ganz gemächlich drumherum fahren und einfach alles durch unser Containerregal sehen. Ja, für die Seitenansicht sind die natürlich jetzt echt unpraktisch. Aber meine Güte, wer braucht Seitenansicht? Wir gucken nur nach vorne. Es gibt nur eine Richtung. Vorwärts. Oh, jetzt fahren wir... Nein, 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 nein. Oh, jetzt knallen wir doch dagegen. Ja, gut. Halt. Dann müssen wir halt nochmal kurz den manuellen Hugo machen hier. Der geht so, wer ihn noch nicht kennt. Zack. Und drauf geht's. So, wieder ans Steuer. Also hier auch ein langer Strand. Ein Wellblech. Sieht nicht schlecht aus, ne? 39 Tage. Müssen wir kämpfen. Um sie zu bekommen, das ist klar. Guck mal am Bildschirmrand, oben links die Insel oder oben rechts. Die da rechts war, die mit den vielen Sachen, die wir gefunden haben, ne? Floßboden, Holz. Mhm. Oder die. Oh, hier blubbert's. Das heißt, hier ist irgendwas unter Wasser. Wo es blubbert, ist immer irgendwas. Jo, hier ist was. Nehmen wir einfach mal kurz mit und gucken einfach mal kurz rein. Das ist nur so ein Statistenhai. Gucken wir mal, was wir hier haben. Oh, cool. Eine Kiste. Elektroteil. Ich bin Elektriker. La 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 la. Ich bin Elektriker. La 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 la. Ich bin Elektriker. Elektriker. La la la. La la la. La 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 la. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wir können unseren Gyrocopter bauen. Jawollo. Ah, Mensch. Oh, ich muss Wasser finden. Er ist am Verdursten. Am Verdorschen, das ist nicht so gut. Können wir was reintun, was wir nicht brauchen? Ganz ehrlich, die Taschenlampe nehmen wir und schmeißen wir weg. Weil davon haben wir genug. Ciao, tschüss, Taschenlampe. Und wir brauchen sie einfach nicht. Bretter rein, weil das ist ja eigentlich unser Bretterbereich. Ja, hey, komm. Halt Schnauze hier, halt Schnauze. So, die schmeißen wir mal hier hin. Zack. Axt nehmen, schnell, bevor sie wegrollt. Los, trinken. Komm, trink was. Mein Jung, trink doch was. Können wir sie auch gleich klein hacken. Dann haben wir sie zum Essen. Ja. So, sollen wir vielleicht auch gleich mal die Chance nutzen und speichern? Wäre vielleicht eine Maßnahme. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Bett war ganz unten. So. Einmal hier hingeschmissen und einmal speichern, bitte. Sehr schön. Bett wieder rein. Oh, schön, dass wir zum Floß haben. Das gefällt mir. Da, Bett da rein. Hier war noch Platz jetzt? Nee. Wir müssen da nochmal runter. Weil wir müssen auch diese Bojen noch nehmen. Dann können wir hier gleich eine neue
eine neue Dingenskirchen spawnen. Wo ist der Hai? Ist der uns wohl in Ruhe? Ne, da ist er. Oh, oh. Komm, wir gehen vorne runter. Wir können hier den Absatz auch platt machen, aber wahrscheinlich kriegen wir es doch nicht hin. Komm. Die Bojen haben wir. Da liegt noch ein Brett. Guck ich gleich mal. Kann man das aufsammeln? Nee. Okay, so, wo sind die Bojen? Da sind sie. Nur drei, waren das nicht mehr? Ein Lashing brauchen wir jetzt. Wo ist unser Lashing? Wir hatten keins, aber wir haben noch. Wir können uns eins bauen, weil wir hier irgendwo. Nee, hier nicht. Irgendwo hatten wir hier ganz viel. Ganz viele Blätter. Wo waren die Blätter? Da war ein Lashing. Haben wir doch noch eins. Cool. Hammer brauchen wir auch. Hammer. So, bevor die ganze Scheiße jetzt hier wegtreibt. Schnell hinterher. So. Ja, ob das was wird. Lalala. Komm einmal schnell hier die Kurve rum. Dum, dum, dum. Wir wollen nicht unser Floß umwerfen. Ach, da guck mal, das da hinten ist doch die Insel, zu der wir eigentlich wollten. Na ja, klar, natürlich. Nee, nicht na klar, natürlich. Ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Das ist die coole Insel, wo so viel Stuff ist. Zu der wollen wir hin. Und das ist die, um die wir gerade rumgefahren sind. Komm. Ja, der Wendekreis ist hier nicht der beste. Kein Volvo-Wendekreis. Volvo 940. Beste Wendekreis. Wer es kennt, der kennt's. Und wer nicht, der nicht. Komm, es wird doch hier nichts. Ich sehe es doch schon kommen. So, hier sieht er der Hayomato. Ah, nervig. Wie machen wir das jetzt? Können wir nicht. Treiben wir nicht zufällig in die Richtung? Treiben wir dahin? Ich will hier nicht ins Wasser springen. Bisschen, ne? Natürlich jetzt echt gut, dass jetzt so ein Wetter aufzieht. Ja, komm. Das reicht. Hier sollten wir eigentlich dran kommen. Nee, komm mal nicht. Ah, und jetzt wird's ungemütlich. Jetzt treibt das doch wahrscheinlich alles weg. Komm. Wir müssen es riskieren. Ich hoffe, wir können hier bauen. Wir sind drei. Hä? Ein Schwimmer? Nee. Hä? Ich bin doch kein Schwimmer. Wieso habe ich jetzt einen Schwimmer? Kann ich eine Angel bauen mit, oder was? Ach, ich kann die aufnehmen. Aber ich habe keinen Platz. Ach was. Das wusste ich gar nicht, dass ich die so aufnehmen kann. Sag das doch. Ich dachte, das wäre wie mit den Fässern und mit den Reifen. Die Haimusik ist weg. Mögen Haie vielleicht kein Gewitter? Wow, super Timing, meine Freunde. Oh. Ich hoffe, das schmeißt uns jetzt nicht um hier. Oh nein, bitte nicht. Komm. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich esse das jetzt mal, weil wir brauchen hier alles voll. Und wir brauchen vor allem Platz. Angelausrüstung. Fische mit einer Angelrute zu fangen. Ja, cool. Das können wir vielleicht mal unterwegs machen. So. Okay, wir müssen jetzt dahin und die Dinger holen, bevor sie ganz wegtreiben. Und einfach hoffen, dass unser Floß jetzt nicht umgeworfen wird. Und auch hoffen, dass uns hier keiner den Schniedelwurz abbeißt, während wir hier oben ein kleines bisschen Rettungsschwimmen veranstalten. Abfallschwimmer, ja. Gib mir einen Abfall. Schwimmer sind für mich Abfall. So, haben wir jetzt alle? Ich sehe keinen mehr. Wo ist unser Floß da? Oh Gott. Schon bedrohlich hier zu schwimmen, ne? Ich schwimme übrigens schneller, wenn ich nichts in der Hand habe, habt ihr mir gesagt. Ja. Stimmt das auch? Weiß ich nicht. Aber ich mache Schwimmbewegungen. Sieht besser aus. So. Heieiei, das Spiel macht es uns nicht einfach, ne? Ich dachte jetzt hier ruckzuck, neue Insel, sofort die ganzen Bretter nehmen und was bauen. Stattdessen sind wir jetzt hier irgendwie auf einer halben Raststätte. Ja, Moment mal kurz. Tja, und, Oh, Mensch. Warte, bauen wir jetzt einfach mal direkt dieses Ding, ne? Was brauchen wir denn dafür? Unseren Hammer, wo ist er? Gott, ey, ist das aufregend. Ist das aufregend? Nee, nicht Schnellherstellung. Langsame Herstellung. Fundament bauen. Floß. Da das Ding. Fünf? Wie, und wie viel haben wir? Wir haben nur vier, weil wir dieses blöde Ding gebaut haben, ne? Ich flipp aus, ey. Das kann nicht sein. Scheiße. Sagt man nicht, sorry. Aber ist doch einfach so. Oh. Und hier ist noch so viel Loot. Okay, meine Freunde. Folgende Idee.
Ich nehme jetzt nochmal hier das Ding hier raus. Wir werden jetzt hier in dem Sturm einfach nochmal speichern. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber wir machen es jetzt einfach. No risk, no fun. So, E drücken. Speichern. So. Wird da wieder reingepackt. Und in dieser stürmischen Nacht, oder ist gar keine Nacht, in diesem stürmischen Tag, verabschiede ich mich von euch erstmal. Vielen Dank fürs... Boah, oh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich sowas sehe, ne, wenn das so schaukelt, ich wackel da immer mit. Ich habe auch Höhenangst in Computerspielen, also bei Minecraft zum Beispiel, wenn ich da was baue und dann da auf so einer Blockreihe langlaufe und links und rechts von mir geht es bergab, ne, dann, wow, da wird mir richtig schwindelig. Hier jetzt gerade irgendwie auch. Und deswegen sage ich jetzt erstmal ciao, tschüss. In der nächsten Folge werden wir zu dieser coolen Insel da hinten rüberdüsen. Und ich glaube, dann entscheiden wir mal alle zusammen. Ne? Könnt ihr euch mal überlegen, wollt ihr lieber zu einer Insel, wo so total viele Sachen drumherum sind? Oder lieber so eine, wo ein bisschen freierer Blick ist? Kann ja auch schön sein, ne? Hier mit so einem Strand. Aber wir fahren vielleicht auch erstmal hin und entscheiden uns dann. Aber ihr könnt gerne schon mal in die Kommentare schreiben, wie es weitergehen soll. Ja, und dann vergesst nicht, was wir hier alles haben. Also wir haben jetzt eine Menge zusammengekramüsert. Und irgendwann müssen wir auch wieder zurück und den Gyrocopter bauen, ne? Also, bis dahin, euer Bolle. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss.